Angefangen hat alles mit Transporten von Holz für den heimischen Bergbau. Nach dem Krieg hat mein Vater den Erdbau dazu genommen und dann kam über den Entsorgungsweg irgendwann Anfang der 70er Jahre der Containerdienst dazu. Das Schöne an den ganzen Geschäftsbereichen ist, dass alle Bereiche ineinander verzahnt sind und auch miteinander arbeiten. Wir haben aufgrund der vielen Jahre sehr viel Erfahrung mit Böden. Das haben Sie auch im Dorstenhafen gesehen, dass wir Böden dort auch über den Schiffsweg abtransportieren. Also es sind schon viele Dinge, die im Hintergrund laufen, wo der Bürger nicht direkt mit uns in Kontakt ist. Aber das, was dort abgeholt wird, geht wieder über unsere Dienste in andere Anlagen. Also wir fungieren da schon sehr oft als Umschlaganlage oder als Entsorgungsanlage für viele, viele Kunden. Wir bewegen vieles eigentlich letztendlich damit zusammen, dass wir Hunderttausende von Tonnen im Jahr transportieren, aufbereiten und zu den entsprechenden Entsorgungsstellen fahren. Für mich ist nur wichtig und auch fürs Unternehmen und auch für alle Beschäftigten, dass dieses Unternehmen in die vierte Generation geht. Meine Kinder werden das Unternehmen in einigen Jahren weiterführen. Ich denke, dass ich noch einige Jahre arbeiten kann. Ich mache das auch gerne und möchte auch gerne noch mit meinem Nachfolger zusammenarbeiten. Gerade bei diesen Investitionen, wie jetzt die Rundhalle in Dorsten, da geht es dann nicht ohne Fremdkapital. Gut, die Volksbank ist ein Kreditinstitut, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Ich muss auch sagen, sehr partnerschaftlich. Wir haben sehr viele Ideen umsetzen können und sind auch damit erfolgreich geblieben. In allen Phasen der Unternehmensgeschichte stand uns die Volksbank immer zur Seite. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen.